Veränderungen durch Digitalisierung, Arbeit 4.0 und die Auswirkungen auf die ZFP. Roboter, Algorithmen, künstliche Intelligenz, drei Schlagworte. Die bestimmen den Diskurs um die Arbeitswelt von morgen und werden uns jetzt auch gleich beschäftigen. Und mit der zunehmenden Vernetzung der Systeme, wie wir es eben gerade jetzt auch in Produktionsprozessen schon sehen können, steigt auch das Tempo, die Dynamik und die Komplexität unseres Umfeldes im täglichen Arbeitsleben. Fangen wir doch mal gleich bei Ihnen an, Herr Wenzel. Diese neuen Ausblicke auf die Arbeitswelt von morgen, wäre das was, was Ihnen jetzt gefallen würde? Ja, es gibt zwei Seiten. Und natürlich ist die eine Seite, die positive Seite, was kann man aber das machen, was kann man Gutes tun für die Mitarbeiter und natürlich für das Unternehmen auch. Aber was passiert mit den Daten? Wie kann man dem Mitarbeiter die Sicherheit geben, dass nur das Richtige passiert, was ihm letztendlich auch zugutekommt und dem Gesamtunternehmen auch hilft? Das ist so diese Ambivalenz, die in den Dingen drin war, aber natürlich viele Themen, die einfach spannend sind, aus technologischer Sicht natürlich toll sind, aber immer wieder diese menschliche Seite auch, okay, wie machen wir es so, dass dann die Leute nicht die Angst bekommen, es wird falsch eingesetzt. Mhm. Herr Archinger, wie geht Ihnen das, wenn Sie an diese Menschen mit Sensoren denken? Was geht Ihnen da? Mir ging es ein bisschen ähnlich. Die Schwierigkeit, die sich an der Stelle ergibt, ist, wir sind über Jahrzehnte hinweg waren wir der Treiber der Technik. Mittlerweile treibt uns die Technik so ein bisschen vor uns her. Das heißt, wir werden selbst so ein bisschen der Spielball der Technik, die wir irgendwann mal selbst geschaffen haben. Herr Dr. Kurz, Sie haben über 1000 Prüfer im Einsatz. Ich habe es eben noch mal gesagt. Diese Vorstellung, dass Sie genau wissen würden in Ihrem Bereich, wo die gerade alle unterwegs sind. Also Sie könnten alles recherchieren. Ist das eine gute Vorstellung oder eher nicht so? Na, die Frage ist, brauche ich das? Ich brauche ja eigentlich zuverlässige, selbstständige Mitarbeiter, die ihre Arbeit ordentlich erledigen, weil wir arbeiten bei der Bahn ja im sicherheitsrelevanten Bereich. Und dort nutzt es mir nicht, dass ich ein Überwachungssystem mache, sondern ich muss mich auf die Leute verlassen können. Und in der Regel ist das auch der Fall. Und damit sehe ich so etwas eher als Unterstützung. Also wir haben ja jetzt schon Fernwartungssysteme im Einsatz, wo wir schauen bei unklaren Befunden, was könnte das sein, wo wir zentral unterstützen. Und ich sehe das eher positiv und nicht als Überwachungssystem, weil darauf sollte sich auch niemand verlassen können. Also Überwachungssystem wäre das eine, was mir auch spontan in den Kopf kommen würde. Sie haben gerade gesagt, na, ist auch gut, wenn man weiß, wie es den Mitarbeitern geht, ob sie gesund sind, ob sie einsetzbar sind. Frau Dr. Frost, das hat ja auch eine ethische Dimension, wenn man diesen Weg wirklich konsequent weiterdenkt. Inwieweit ist denn das schon in das Forschungsprojekt mit eingeflossen? Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass es unheimlich viele Technologien gibt und letztlich obliegt es dann immer wieder dem Geschäftsführer und den Führungskräften in den Unternehmen unter Einbeziehung der Beschäftigten, diese einzelnen ethischen Kriterien, also sei es jetzt Gesundheit, sei es Sicherheit, auch in die Technologien zu integrieren. Also dass nicht rein wirtschaftlich entschieden wird, nehmen wir das Beispiel der Personaleinsatzplanung, da könnte ich einfach immer nur den besten Mitarbeiter einplanen lassen. Die Software. Das würde aber über kurz oder lang dazu führen, dass dieser Mitarbeiter nicht mehr einsatzfähig wäre. Das heißt, wir brauchen Möglichkeiten, dass auch dieser Algorithmus eben berücksichtigt, wie leistungsfähig ist der Mitarbeiter, welche Kompetenzen hat er und wie oft kann ich ihn einplanen. Und das muss in der Software hinterlegt sein. Da müssen Führungskräfte und Programmierer zusammenarbeiten. Und man sieht es ja auch in der Start-up-Szene, da ist ja genau diese Hierarchie aufgebrochen. Da werden ja diese neuen Technologien auch genutzt, um Kreativität zu erzeugen und dieses Miteinander eben auch darzustellen. Die Frage ist eben, was passiert mit Betrieben und Unternehmen, wo diese hierarchische Struktur jetzt besteht? Also was wir sagen ist, wenn ein Unternehmen schon agile Führungsformen hat, dann lassen sich die Technologien deutlich leichter integrieren als in Unternehmen, wo eben ganz klassische hierarchische Strukturen bestehen. Ja. Nehmen wir mal die Bahn. Wie ist denn das bei Ihnen? Könnten Sie sich vorstellen, dass man da völlig neue Strukturen schafft? Ein bisschen sind wir in dem Prozess schon drin. Also natürlich haben wir im sicherheitsrelevanten Bereich, auch mit dem Sicherheitsbegriff als solchem, letztendlich Entscheidungsebenen, die sagen müssen, das Bauteil wird ausgebaut oder das fährt noch weiter. Dafür brauche ich gewisse Hierarchien, definitiv, aber die
Umstellung, also dieser Paradigmenwechsel, der hat begonnen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass da ein gewisser Befehlsgehorsam existiert, ganz und gar nicht, sondern da ist schon ein intensiver Austausch auf, ich will nicht sagen auf einer Ebene, aber auf einer sich annähernden Ebene gegeben. Herr Dr. Wenzel, Sie sind so viel unterwegs in der ganzen Welt. Wenn Sie jetzt mal an die Unternehmen denken, die Sie dort besuchen, ist das da schon umgesetzt? Ich glaube, da sind wir noch ein Stück weit davon entfernt. Wir sehen halt an vielen Stellen bei unseren Kunden auch die zögerliche Haltung. Man redet über Digitalisierung, aber man hat noch überhaupt gar keine Ahnung, wie man das umsetzen soll. Und solche Themen wie Strukturen ändern, Organisationen ändern, Akzeptanzerhöhung damit auch letztendlich machen. Also das, ich glaube, da fehlt noch an vielen Stellen. Es gibt ein paar Branchen, in denen das gut funktioniert, aber wenn Sie jetzt über ZFP zum Beispiel reden, dann sind wir in einer sehr konservativen Umgebung. Da ist viel reguliert, da gibt es viele Standards und Normen und dann nimmt man sich auch manchmal ein bisschen zurück und sagt, naja, das gilt ja. Ich glaube, da hängen wir im Vergleich zu anderen Branchen durchaus noch ein bisschen hinterher. Frau Dr. Voss dazu? Ja, vielleicht zu der Frage, in welcher Branche ist es denn schon sehr fortschrittlich? Also wir sind in dem Projekt auch viel in Großbanken unterwegs gewesen und da in diesem Dienstleistungsbereich ist natürlich schon ganz viel passiert. Da sind auch tatsächlich zum Beispiel, wenn man jetzt digitale Banken nimmt, die sind ja eine reine Bank, die eine Internet-Online-Bank. Mhm. So, die haben ganz andere Angebote, die haben agile Führungsformen. Ich glaube, dass es auch viel davon abhängt, wie gesagt, ist diese Technologie für unser Geschäftsfeld, für unseren Betrieb hilfreich? Also gibt es neue Geschäftsmodelle, die für uns hilfreich sind durch diese Technologien oder nicht? Oder sind wir eben auch eine Branche und ein Bereich, der dafür da ist, Regelungen zu setzen und eben auch wirklich klare Kriterien festzulegen? Und dann sollten wir auch daran festhalten. Mhm. Und dann sind vielleicht bestimmte Technologien hier nicht anwendbar und nützlich. Mhm. Herr Archinger, wie wäre es in Ihrem Bereich? Wäre ich würde zwei Dinge hier noch mit einflechten. Ich habe vielleicht ein bisschen den Vorteil, ich habe selber mal ein Unternehmen gegründet, Start-up-Unternehmen, Venture Capital finanziert. Also alles, was an so klassische New Economy, wie der Herr Hanke gerade angesprochen hat, auch so ein bisschen diese Strukturen, alle sind irgendwie gleich, alle versuchen auf das gleiche Ziel zuzuarbeiten. Informationen sind allen verfügbar, egal welche Informationen das sind. Mittlerweile ist das Unternehmen 20 Jahre alt und wenn ich dem Ganzen mal so zurückblickend hinterherblicke, stelle ich fest, dass es immer mehr strukturiert wurde, und zwar ein Stück weit auch von der Branche, weil die Schwierigkeit entstand, je flexibler so ein Unternehmen ist, desto schwieriger wird es, bestimmte Strukturen, die in der Branche oder in der Technologie gefordert werden, tatsächlich auch umzusetzen. Es geht um Datensicherheit, es geht um Verfügbarkeiten, es geht um sicherheitsrelevante Einsätze, es geht um Sicherheitsbereiche, die immer wichtiger werden, bei denen man Daten schützen muss. Und da fängt es an, so schwierig zu werden, dass man diese Daten, die man sammelt, die ja, wie wir überall von allen Kollegen gesehen haben, immer mal wieder in großen Mengen sammelt, dann irgendwann so strukturiert, dass sie für den Einzelnen A verarbeitbar sind, dass sie ihn nicht überfordern, auf der anderen Seite aber ausreichend verfügbar sind, um dafür zu sorgen, dass man den besten Nutzen daraus ziehen kann, aber unter dem Gesichtspunkt, dass nicht irgendwann der Mensch ausschließlich zum Produktionsmittel wird. Und da fängt es an, auf die menschliche Seite zu schwappen. Und das macht die Sache so schwierig. Auf der anderen Seite maximale Flexibilität, maximales Datenvolumen, effizienteste Auswertung dieser Daten und infolgedessen natürlich maximalen auch Gewinn fürs Unternehmen, aber immer unter dem Gesichtspunkt Sicherheit, Datensicherheit und wo bleibt der Mensch am Ende. Definieren Sie doch mal für uns den Stellenwert des Menschen in Ihrem Arbeitsumfeld. Wie in meinem direkten Arbeitsumfeld ist das größte Kapital im Unternehmen der Mitarbeiter. Punkt. Der Rest liegt auf irgendwelchen Festplatten, auf Servern, die im Zweifelsfall genutzt werden, um eine gewisse Funktionalität in einer Maschine abzubilden. Aber an sich ist das größte Kapital im Unternehmen der Mitarbeiter. Und es muss aus meiner Sicht auch zukünftig so bleiben, wenn wir das System irgendwann rumdrehen und der Mensch lediglich noch zum Ausführer einer Systematik werden, dann glaube ich, sind wir irgendwo im Science Fiction ganz weit weggekommen. Herr Kurz, gibt es bei Ihnen im Unternehmen schon so eine Doodle-Liste, wo die Mitarbeiter eintragen, wann sie gerne arbeiten würden? Ist mir soweit nicht bekannt, würde ich jetzt aber nicht definitiv verneinen, dass in der Instandhaltung durchaus an der einen oder anderen Stelle sowas schon ausprobiert wird. Wie sehr vertrauen Sie denn im Moment den digitalen Daten?
Ja, also wieso sollten wir ihnen nicht vertrauen? Also das hängt jetzt davon ab, was für eine Datensicherheit ich gewährleisten kann und was ich für Systeme dort eingerichtet habe. Aber das ist für Sie jetzt nicht das vordringliche Thema? Nee, also wir haben ja bei der Bahn schon die Systeme, die jetzt ZFP-seitig in der Instandhaltung unterwegs sind, entsprechend abgesichert. Die hängen auch nicht am Netz. Jeder hat gemerkt, bei dem WannaCry-Virus-Angriff letztes Jahr, dass die ein oder andere Anzeige ausgefallen ist. Das ist jetzt aber kein sicherheitsrelevanter Schaden, der da entstanden ist. Der ist natürlich ärgerlich und nicht schön, aber es ist kein sicherheitsrelevanter Bereich betroffen worden. Und insofern, solange wir das gewährleisten können mit unseren Konzepten und Systemen, mache ich mir um die Datensicherheit im Moment keine Sorgen. Okay. Herr Wenzel, was sagen Sie, wie wird sich denn der Arbeitsalltag und auch die Kommunikation des Prüfpersonals verändern, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie wir es im Moment absehen können? Der Arbeitsalltag, er wird viel agiler, er wird flexibler, die Aufgaben werden sich ständig ändern. Das wird auf jeden Fall einen großen Einfluss nehmen auf den Arbeitsalltag. Das wann und wo eine Aufgabe erledigt wird, wird gar nicht mehr so interessant sein. Hauptsache man erfüllt das Ziel letztendlich. Von wo er aus das macht, ob er das jetzt von zu Hause macht oder von einem Remote-Arbeitsplatz, der irgendwo in der Welt steht, ist dann ziemlich uninteressant. Es wird flexibler auf jeden Fall für den Arbeitgeber, Nehmer. Für den Arbeitnehmer. Ja. Herr Eichinger, müssen wir dann sozusagen auch die Ausbildung für die Prüfer verändern, damit die dann in dieser neuen Flexibilität mit den neuen Anforderungen klarkommen? Es wird komplexer, es werden die Aufgabenstellungen komplexer, es werden die Maschinen komplexer, auch die internationale Zusammenarbeit wird komplexer. Das heißt, auch da ist es so, dass man bestimmte Bereiche deutlich besser ausgebildete Leute braucht. Jetzt nicht nur im Hinblick auf ZFP, sondern auch im Hinblick auf andere Kompetenzen, um sicherzugehen, dass die Mitarbeiter auch den zukünftigen Anforderungen gewachsen bleiben. Aber schauen wir nochmal auf die Prüfverfahren und schauen wir nochmal auf den Alltag der Prüfer, die unterwegs sind, um nun zu schauen, ob die Anlagen in Ordnung sind, ob die Materialien alle in Ordnung sind. Herr Kurz, was meinen Sie? Also es besteht natürlich, also im Moment leben wir sehr, sehr stark davon und das ist auch gut so, von der Erfahrung des Prüfpersonals, ja, sei es jetzt Stufe 1, 2 oder 3. Ein ganz erfahrener Prüfer, der hat sehr viel gesehen, der weiß genau, was hier sein könnte oder was hier wirklich los ist. Und das in einen Algorithmus zu gießen, ist sehr, sehr schwierig. Es gab in der Vergangenheit immer wieder, ausgehend von den 80ern, Versuche, die Rechentechnik entwickelt sich weiter und wir kommen jetzt in Bereiche, wo wir, weiß ich was, alles über ein Expertensystem auswerten lassen können. So, und das ist dann bislang hat alles nicht diesen Reifegrad erreicht, den sozusagen ein Mensch von seiner Erfahrung her, von seiner Intelligenz her umsetzen konnte. Und die Gefahr ist natürlich immer da, dass wir anfangen, Vereinfachungen zu machen, wo sie nicht sinnvoll sind. Und da müssen wir aufpassen. Das ist alle unsere Aufgabe hier. Also wach bleiben. Und letztlich gibt es ja tatsächlich zwei Arten von Wissen. Sie haben das implizite und das explizite Wissen. Und das implizite Wissen können Sie nicht in Algorithmen abbilden. Also das, was ich sozusagen nicht, wenn Sie mich jetzt fragen würden, erklären kann, sondern was einfach so im Körper gespeichert ist, um es jetzt einfach mal einfach auszudrücken, so, oder die Erfahrungswerte, die der Prüfer eben über die Jahre gesammelt hat und mit einem Blick sieht, nee, das ist nicht gut, das muss nochmal zurück, ist Ausschuss. So, und dieses Wissen können Sie zum Teil einfach nicht abbilden in Algorithmen. Das heißt, da wird, je nachdem, was es für ein Wissen ist, ich kann es jetzt für die zerstörungsfreie Prüfung nicht im Detail sagen, aber wenn man wirklich bestimmte Aspekte einfach nicht erklären kann, wie soll ich es dann in einen Algorithmus bekommen? Genau, gut. Man muss mal unterscheiden. Also wir reden über die klassische Prüftechnik, ja, und da haben wir die Erfahrung des Prüfers. Das ist schwer auch wirklich zu ersetzen und der schweren Algorithmen zu gießen. Aber wir sehen natürlich auch, dass wir jetzt so ein bisschen diesen Bereich der reinen Prüfung verlassen. Wir sehen, dass wir mit diesem Datenschatz unheimlich viel mehr anstellen können. Jetzt Bereich CT, Computertomographie, Röntgen nur als Beispiel genannt. Eben, wir haben Informationen über die Bauteile, die auch für andere Zwecke genutzt werden können. Da geht es gar nicht darum zu entscheiden, ist das Bauteil gut oder schlecht, sondern kann ich was über den Prozess aussagen, kann ich den Prozess damit verbessern. Ne? Da geht es gar nicht um die Frage gut oder schlecht, sondern da passiert irgendwas, ich kann Trends erkennen. Das ist ja nun ein Bereich, wo jetzt der normale Prüfer heute null Ausbildung hat, null Erfahrung hat, aber Algorithmen können da helfen. Das ist dann viel einfacher, mit einem Algorithmen um die Ecke zu kommen, die dann solche neuen Aufgabenfelder auch abdecken können.
Was bedeutet das jetzt für die zerstörungsfreie Prüftechnik? Ja. Wer bildet dieses Gremium, um zu sagen, das darf die Technik und das nicht? Ich versuche mal den ersten Wurf. Ja. Ich glaube, aufgrund der bestehenden Regularien ist es ganz klar, wer ansagt und wer nicht ansagt. Ja, wir können in den nächsten Jahren erstmal davon ausgehen, dass wir mehr Unterstützung kriegen, um mit dieser Datenflut Herr zu werden, Unterstützung zu bekommen. Was ist wichtig, worauf müssen wir gucken? Gucken sich die Entwicklung an, wie viele Sensoren werden eingesetzt in so einem System, wie bei Röntgenanlagen. Jetzt haben wir angefangen mit 200.000 Pixeln, jetzt sind wir heute bei 4-8 Millionen Pixeln, haben wir heute Morgen gehört. Da braucht der Mensch schon Unterstützung, aber die Entscheidung wird immer noch bei ihm bleiben. Das werden auch die Regularien die nächsten Jahre noch so vorsehen. Herr Kurz, ist denn das, was wir eben gehört haben, etwas, was in Ihrem Bereich auch auffallend ist? Stellen Sie das auch fest, dass die Menschen sehr erschöpft sind, dass sie ja erschöpft sind schon allein durch die Medien? Also die Belastung hat in den letzten Jahren sicherlich generell zugenommen. Also die Taktung, die Geschwindigkeit, die Dynamik, jetzt nicht nur im Bereich Prüfung bei der Bahn, sondern generell, das ist sehr viel höher geworden. Die Mobilität hat deutlich zugenommen. Also es ist ja zwar mal gesagt worden, man kann vor einigen Jahren, man kann jetzt von zu Hause arbeiten etc. Trotzdem ist die Mobilität überhaupt nicht zurückgegangen, sondern sie ist weiter gestiegen. Also das ist ein generelles Phänomen, was jeder, glaube ich, beobachten kann in seinem Umfeld. So, und die Frage ist ja, wie stellen wir uns da auf? Ich habe vor kurzem über ein Unternehmen gelesen, die im Softwarebereich unterwegs sind, und der Unternehmensgründer hat halt gesagt, er hat die 25-Stunden-Woche eingeführt. Fand ich ein interessantes Konzept. Er hat gesagt, die Leute sind 5 Stunden sowieso nur produktiv und wir können damit arbeiten. Ich habe auf dem Konzerntreff der Deutschen Bahn, durfte ich mir mehrere Vorträge darüber anhören, wie das Firmen wie Amazon machen zum Beispiel, die auch sagen, wir sind nicht am EBIT orientiert, sondern wir sind unser Fokus ist der Kunde und der Umsatz mit dem Kunden. Und das sind dann sozusagen andere Denkmechanismen, die man dann durchaus mal fahren muss. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der eingeleitet wurde und den wir aber gehen müssen, meiner Meinung nach. Aber die 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, oder ist ja. das dann tatsächlich? Ja. Das rechnet sich. Das weiß ich nicht. Ich habe das in einem Zeitungsartikel gelesen. Ich fand es aber sehr interessant. Ja. Herr Wenzel, haben Sie das schon im Blick, diesen Gesundheitsaspekt, dass die Menschen eben zum Teil überfordert sind durch die Digitalisierung? Und ich gehe nochmal auf eine Frage, die Sie vorhin an Herrn Eichner gestellt haben, welchen Wert die Menschen auch haben in dieser ganzen Geschichte. Also wir haben für unsere Digitalstrategie einen Satz formuliert, der heißt People make it happen. Also für uns ist auch ganz klar, die Menschen sind das wichtigste Asset in der ganzen Geschichte. Ohne die kriegen wir nichts ans Laufen, auf die müssen wir auch aufpassen. Und dahinter steht aber auch, dass wir einen Kulturwandel vor Augen haben. Und dieser ganze Wandel, über den wir reden, ist letztendlich auch viel Führungsaufgabe. Wir müssen aufpassen, dass die Erwartungshaltung nicht von den Leuten selber erzeugt wird, sondern dass wir die richtige Art Erwartungshaltung eben erzeugen, damit sie nicht anfangen, sich selber auch zu überlasten. Also diese Verhinderung von Burnouts ist in vielen Stellen eben auch eine Führungsaufgabe, damit die Leute nicht einfach wild loslaufen, was sie oft tun, weil sie selber sich eine Erwartungshaltung aufoktroyieren, die gar nicht vom Unternehmen auch gewünscht ist. Immer wenn eine neue Technologie, eine neue Möglichkeit, eine neue Perspektive in der Industrielandschaft entstanden ist, kamen dieselben Ängste hoch. Das ist verständlich, das ist auch völlig nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, im Moment das Dramatische an der Sache, dass es eine enorme Dynamik gewinnt. Die Geschwindigkeit, mit der wir konfrontiert werden mit dem Thema, ist eine, die für das menschliche Wahrnehmungsvermögen fast zu schnell ist, und die Technologien sind zu imaginär. Das macht die Sache schwer greifbar, das macht die Sache für den Einzelnen schwer bewertbar. Anfangen müssen wir, glaube ich, da, wo wir ein entsprechendes Bildungsausbildungssystem installieren. Und das andere Thema, das uns zukünftig immer intensiver beschäftigen wird, ist das Thema Datensicherheit. Und wir können mit den Daten, wie wir sie heute im Moment generieren, noch nicht umgehen. Das schaffen wir noch nicht. Ich spreche das im Moment pauschal den Systemen ab. Ich will gar nicht auf diese ganzen Themen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, wie Facebook und Google und Microsoft und wie sie alle heißen, bei denen festgestellt wurde, dass Milliarden von Datensätze blind ausgetauscht wurden, weil irgendeiner darauf zugreifen konnte, wie es ihm gerade beliebt. Alles Dinge, die wir nicht im Griff haben, aber noch nicht im Griff haben, hoffentlich. Und der wesentliche Punkt an der Geschichte, wir müssen die Menschen mitnehmen und wir müssen dafür sorgen, dass in dem System sich mittelfristig alle wiederfinden. Und das wird ein wesentlicher Aspekt sein für die Zukunft, und es wird auch für die
Arbeitsplätze ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt sein, wie man die optimiert, ohne dass man die Menschen dabei vergisst. Das war schon ein fast perfektes Schlusswort für diese Runde. Herr Wenzel, haben Sie noch etwas hinzuzufügen, wie wir uns wappnen für diese neue Zeit? Also ich denke, wir sollten aus der Vergangenheit lernen, weil wir reden über die vierte industrielle Revolution gerade. Und wir haben damit vier Stück oder zumindest drei schon mal hinter uns gebracht. Und wenn wir gerade auf die allererste industrielle Revolution gucken, dann haben die Menschen damals vor ähnlichen Herausforderungen gestanden, wie sie das heute tun. Gucken wir zurück und lernen draus und lassen uns nicht einfach nur überrollen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen im Driver's Seat bleiben. Herr Kurz? Es ist mir auch auf der anderen Seite völlig klar, dass wir vor allen Dingen in Deutschland ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis haben. Das ist kulturell verwurzelt. Auch mit dem Begriff des Risikos gehen wir anders um als andere Nationalitäten. In den USA wird mit Daten sehr viel freier, sehr viel offener umgegangen. Da hat man weniger Hemmungen, etwas von sich preiszugeben. Und das ist die gesellschaftliche Herausforderung meiner Meinung nach, dass wir hier wirklich das vermitteln und auch diese Transformation gemeinsam gesellschaftlich auf den Weg bringen. Also meine Message ist definitiv, und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass wir solche Veranstaltungen wie hier heute haben, diese Plattform, um diese Informationen zu teilen. Informationen und das Wissen darüber, was die Technik kann und was sie nicht kann. Und dadurch verschwindet auch Angst. Herzlichen Dank an Sie hier oben auf dem Podium, Herr Dr. Wenzel, Herr Archinger, Frau Dr. Frost und Herr Dr. Kurz. Danke, dass Sie uns hier zur Verfügung standen für diese sehr informative Runde, wie ich finde. Ich hoffe, für Sie war es auch interessant und hat vielleicht die ein oder andere Idee jetzt in Bewegung gesetzt, den einen oder anderen Gedanken jetzt mal doch intensiver sich damit zu beschäftigen oder auch zu gucken, was kann ich denn Gutes für meinen Bereich daraus ziehen. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie angeregt in den nächsten Programmpunkt gehen. Ich darf mich erstmal sehr bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit, für die Fragen, die gekommen sind, und herzlichen Dank.